Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir das Schatzgewölbe hier durchgekämmt und diesen komischen Talisman geholt, der Yoshitsune befreien könnte. Boah, Entschuldigung, ich muss das voll aufstoßen. Und ja, mir fällt gerade auf, wir können gar nicht... Ich wollte auch eigentlich den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind, aber stimmt ja, wir sind da... Wir können ja gar nicht mehr so zurück... Weil das war ja diese Wasserpassage da. Ist klar, da kommen wir nicht mehr zurück. Wegen zeitlicher Begrenzung und was weiß ich. So bist man ja hier durch. Hab ich ganz gar nicht mehr dran gedacht. Na gut. Räumen wir in der Gasse auch nochmal alles auf. Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder für Shizuka ein bisschen Leben springen lassen, aber ich möchte mal gucken, wie viel Yoshitsune hat. Ja, der könnte auch ein bisschen Leben vertragen. Boah, mein Hals. Was zum... diese Tür wurde beschädigt. Ja, da sind wir so rübergesprungen bei dem Wagen. Ich dachte mir, vielleicht komme ich jetzt mit Shizuka dahin. Er hat ja irgendwas geleuchtet über dem Wagen. Aber ja, wir kommen ja nicht mehr dadurch. Verdammt. Keine Ahnung. So. Befreien wir mal Yoshitsune. Hoffentlich. Er wartet bestimmt schon, er kämpft schon, weiß nicht, 5 Stunden lang gegen irgendwelche, nehme ich an. Wo wir erst, weiß nicht, 1 Stunde weg waren. Seit ich den zurückgelassen habe, ja, kommt so ungefähr hin. So, da geht's zum Dingens. Wo geht's hier nochmal hin? Ich glaube, da war schon richtig. Verdammt. Ich will mal gerne gucken, was da rechts ist. Okay, anscheinend nicht. Okay, da... ist so ein Abwehrzauber. Ich weiß nicht, ob wir den kaputt machen können. Ich glaube, ja. Aber ich guck mal hier. Ja, genau, da habe ich mir schon gedacht. Das ist der Ort, wo wir zum ersten Mal gegen diese Kristallviecher da gekämpft haben. Diese überpowerten Typen. Okay, aber hier ist nichts. Schade. Ich dachte, vielleicht wäre ja noch was awesome Dingen. Okay, jetzt werde ich nicht automatisch dahin gemacht. Vorhin wurde ich da automatisch gemacht. So, und ich prophezei, dass vielleicht ein Bosskampf oder so kommt. Deswegen speichere ich mal. Man weiß ja nicht. Naja, muss ich gegen so einen riesigen Drachen oder irgendwie sowas kämpfen. Das gab es früher in Japan oder Asien. Ich weiß gar nicht, in welches Land hat der spielt. China? Japan? Ja. Die dem Talisman inwohnende Macht hat die Barriere zerstört. Yes. Ach, jetzt bin ich hier. Au. Wer? Oh mein Gott, jetzt kommen ja auch noch neue Gegner wieder. Gebt mir doch nicht einen Grund, euch noch alle fertig zu machen. Au. Au, au, au. Erneut, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich drück einfach nur wie blöd. So, jetzt reicht's. Du, du. Denkt ihr, das ist witzig, Mann? Denkt ihr, das ist witzig? Aber guck mal, ja. Jetzt habe ich wieder alle hier im Umkreis getroffen. Erstmal die ganzen Bogenschützen mit Kreis erledigen. Sehr schön. Na, nicht so ein Kristalltyp dabei. Schade. Und da bleibt nur noch die Schönheit übrig. Auf dem Schlachtfeld. Jetzt da irgendjemand, ne? Wer weiß, vielleicht kann ich auch irgendwie nur so 5, 6 oder so auf einmal ja, fangen. Weiß ich nicht. Ich habe eine Idee.
Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mal. Ich will mal jemanden so ranziehen und damit einen Kick nach oben hauen. Genauso. Er will ja wieder nicht. Da bist du schuld. Okay, da unten sind, nehme ich an, kein Gegner. Ich guck trotzdem mal. Darum sind schon wieder Bogenschützen so aufgetaucht. Oder? Na. Ich gehe jetzt nicht nochmal den ganzen Weg dahin. Auch wenn die hier schönen Dinger hinterlassen, hier wieder 5.000. Da, der da oben, ist auch ein Bogenschütze, so ein Kristalltyp. Au! Mit R2 zieht man an. Klappt nicht. Wie? Sollte vielleicht nicht ausprobieren, was passiert, wenn man mit einem nur K.O. geht. Aber irgendwann muss ich das mal herausfinden. Weil dann weiß ich, wie ich mich aus dem Fenster lehnen kann. Na, lass mal das. Hier wird niemand K.O. gehen. Du bist jetzt nur einmal mit Shizuka verreckt, also. Kann ruhig so bleiben. Boah, jetzt sieht auch nicht gerade gut aus. So, schnell. Weiter da und du kommst gefäß. Ja, wollte schon sagen, darunter. Ich geh nochmal dahin. Ich wollte jetzt eigentlich voll mehr darüber so. Schade, geht nicht. Ich wollte so darüber schmeißen. Aber bei dir geht das. Dich. Schade. Einer. Nein, nein, nicht den Angriff. So, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ich brauche Heilung, oh mein Gott. Ihr kriegt jetzt alle auf die Fresse, das garantiere ich schon mal. Einer. Oh mein Gott, guckt euch das da oben an. Warte, ich nehme ein paar da oben mit. Nein, der hat nur alle drei. Da unten. Sehr gut, auch kaputt. Ich glaube, mit Kreis bekommt man mehr Punkte. Schade. Ach man, wegen dir. Okay, die einen haben gar nicht mehr so Typen hinterlassen. Ja, so sehe ich aus. Hier unten noch welche so Leuchttypen. Da hat jemand seinen Bogen auf mich geworfen. Ey, ich bin trotzdem mal neugierig. Sind da drin jetzt wirklich neu aufgetaucht? Das ist so verlockend jetzt. Leck mich. Ich weiß auch nicht, wie begrenzt die Dinger sind, Mann. Ich kann euch jetzt auslassen, aber da gehen mir ganz schön viele Punkte vielleicht flöten. Das ist ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die begrenzt sind. Naja. Ja. Bis jetzt scheint es mir nämlich noch sehr begrenzt zu sein. Au, wat? So, die Gegner kann ich aber ruhig ignorieren. Und diese Kristall. Viecher. Die gehen mal diese Punkte. Da stelle ich doch nicht hier vor der Wahl. Ah. Ja, genau so einer. Man sind auch nur wenig Punkte, aber die Anzahl. Ich glaube, ich sollte weniger Angriffe machen, die einen so weghauen.
Ja, oh, da kommen wir. Kommt mal her, ihr. Warum sind da so viele auf einmal? Verdammt, schon wieder nicht. Oh, keine Ahnung. Es geht schon wieder ganz viele Punkte, sehe ich. Nee, ich glaube, durch Kreis bekomme ich nicht so viele Punkte. Ich habe ein Kraut bekommen, sehr gut. Warte, von der anderen Seite kommt auch einer. So, ich dachte, ich habe die Waffe gewechselt, Mann. Geil. So. Gibt es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit hier zu farmen, aber ja, schon irgendwie so hinkriegen. So. Ja, wir haben schon ein paar Punkte bekommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich. Da unten sehe ich schon wieder welche. Was? Hey, komm her. Ah, was? Sehr schön. Dum 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 dum. Und zack. Und zack. Und zack. So, sehr schön. Noch mehr, was? Okay. Schmeißt euch die Treppe hoch. Ja. Benkei macht nicht Treppe runterschmeißen, der ist nicht so Mainstream. Wutsch. Der Typ, oder die Person, oder das Viech, was Benkeis Weg kreuzt, da tut mir immer leid. So, da oben sind noch die Bogenschützen, die könnte ich vielleicht auch noch weghauen, aber lass mal das. Aber da waren nur normale Bogenschützen. Die gehen wir wahrscheinlich jetzt noch auf den Nerven. Auf dem Weg zur Tür, aber lass mal das. Ja, ich sehe da nur noch mal Bogenschützen. So, speichern wir mal. Man weiß ja nie. Oder ich möchte meinen vierten Charakter langsam bekommen. Ich weiß, dass es vier Charaktere gibt. Wegen dem Intro. Mit dem, weiß ich nicht. So, auf dem Cover auch laufen. Ja, auf dem Cover sieht man halt nicht, aber. So. Ja, Schützone, willkommen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir haben ein bisschen Sachen gefarbt. Geil. Ich glaube, ich sag immer Days of the Blades, ne? Da war es Days of the Blade. Sind wir nie auf einmal. So, da nehme ich mal an, geht's weiter. Wir gehen natürlich erstmal überall anders hin. Auch Gegners. Also Dinger, die man, glaube ich, mit Benkei kaputt machen kann. Ja. Warum wurde ich hier nicht rausgelassen? Bei oh. Au. Sehr schön. So, Benkei, mach du mal dein Ding voll, ja. Oh, ich dachte, du wärst tot, Mann. Und das Ding kann man nicht kaputt machen. Okay, ist auch Eisen. Hätte ich mir ja schon denken können. So. Mach du deinen Kamui noch voll.
für das, was uns noch erwartet. Schade, man nicht länger aufladen kann, wenn man die Waffe aufballert. Aber wäre, glaube ich, ein bisschen zu überpowert, ne? Oh, und jetzt was Rotes. So ein Item. Duff. Wenn ich jetzt irgend so einen Howard Lucas Lied kennen würde, dann würde ich das jetzt singen. Sehr schön. Okay, sie hat das Ding bekommen. Amahagane ist es. Mach ich ja gerade 1,8. Das war, glaube ich, voll viel. So. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich die voll elendlangen Cutscenes und so. Hey, wieso habe ich da gespeichert? Egal. 22:22, okay. Gar nicht wahr. Ich habe 2 Uhren, die werde ich nicht sagen. Yoshizune, lebst du noch? Ich nehme an, als Japaner, die sprechen auch Japanisch. So! Mario Uchiyamuni! Kekkei Ukidage! Was das für einer? Was wollt ihr denn? Ich habe mein Kamui ja alles voll. Und die können sich teleportieren.